Als ich kaum 8 Jahre alt war, kamen die Nazis in Deutschland an die Macht. Ich nehme an, ihr habt schon Nationalsozialismus gelernt, aber gut, Sachen zu wiederholen. Das war am 30. Januar 1933, wurde Hitler zum Kanzler erwählt. Auch ich fing an, seine vielen Reden zu hören. Es war ja damals die Weimarer Republik, jeden Monat Wahlen. Und der deutsche Faschismus konnte sich nicht einen besseren Rhetoriker und besseren Redner wünschen wie Adolf Hitler. Er war der charismatischste Redner dieser Zeit. Er wusste, Millionen zu begeistern. Und eins kann man auch sagen, Hitler hat in seinen Reden dem deutschen Volke nie etwas vorgelogen. Hitler hat immer die Wahrheit gesagt, was er vorhat. Was er in seinem Buch Mein Kampf niedergeschrieben hat, hat er Wort bei Wort in seinen Reden wiederholt. Er hat sogar Gaskammern erwähnt. Und das deutsche Volk hat doch gehört, was Hitler vorhat. War doch nicht taub. Und haben trotzdem so massiv gewählt. Nicht nur massiv gewählt, auch so hysterisch begeistert, so hysterisch gejubelt. Heute hat niemand gejubelt. Immer hört man dieselbe Ausrede oder dieselbe Antwort: Ich habe nie etwas gehört, nie etwas gewusst, nie etwas gesehen. Waren sie alle damals blind und taub?